Yo, servus. Nachdem ich im letzten Video so einen unglaublich krassen Anmachspruch vorgestellt habe mit 100% Erfolgsquote... Der beste Anmachspruch ever. Bist du ein AMG oder warum wirst du lauter, wenn ich schneller werde? Hab ich euch darum gebeten, den mal auszuprobieren und wenn's klappt, mir das auf Instagram zu schicken. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe tatsächlich Instagram-DMs von euch bekommen. Mal schauen, wie ihr so gerisst habt. Wir haben hier direkt den ersten. Bruder, der Anmachspruch aus deinem neuen Video hat einfach funktioniert. Zeig her, bist du ein AM... Bro, shut the f*** up. Der Chat ist niemals mit einem Mädchen. Hör auf zu lügen. Niemals wird ein Anmachspruch, den du in einem Bannard-Video gelernt hast. In einem Bannard-Video. Ein random SpongeBob-Fisch mit Minecraft-Let's Play als Hintergrund. Niemals wird das funktionieren bei einem Mädchen und sie schickt dir instant die Nummer. Du hast deinem Onkel geschrieben oder so. Ich habe aber somit wenigstens eine Nummer geklärt. Außerdem, zählt mein Onkel etwa nicht? Nein, dein Onkel zählt nicht. Außerdem war es meine Schwester. Ja gut, das ist crazy. Aber das lasse ich zählen. Der nächste, der ihn ausprobiert hat, hat ihn, glaube ich, bei einem echten Girl probiert. Ja, tatsächlich, einer von unseren Zuschauern hat Kontakt mit einem echten Mädchen. Wow, ich kann es nicht glauben. Der Arme. Der Arme hat für immer verkackt bei ihr. Der kommt am Montag in die Schule und die hat schon so überall rum erzählt, was für ein abgefuckter Weirdo der Typ ist und was für einen Spruch er gedroppt hat. Passiert den Besten, egal. Scheiß drauf. Aber jetzt, wo du schon mal am Chatten bist mit ihr, vielleicht kannst du den Spieß noch einmal um 180 Grad drehen. Weil manchmal weiß man nie bei Mädchen. Sagt sie das jetzt vielleicht, weil sie wirklich keinen Bock auf dich hat und findet, dass du stinkst oder so? Oder sagt sie das nur, weil sie auf dich steht, aber es nicht direkt zugeben will, hä? Schick ihr einfach das Video hinterher. Ich nehme sie lieber von hinten, weil ich nicht weiß, wie viele sie von vorne schon benutzt haben. Ich rede von den Dosen im Deo-Regal. Mir gefällt aber, wie du denkst. In welcher Spalte von TikTok sind wir hier gerade schon wieder gelandet? Jungs, geht in den nächsten Einkaufsladen in eurer Nähe, stellt das Video nach und schickt es. Bitte tut das nicht. Und nein, ich übernehme auch keine Haftung für irgendwelche Strafanzeigen wegen Belästigung oder Stalking danach. Naja, wie auch immer. Die Stimmung war bis jetzt ein bisschen angespannt im Video, deswegen lasst uns das bisschen auflockern mit einem Witz. Einem Witz zum Lachen. Talerhuhn Witz Part 3. Wie nennt man einen Talerhuhn, der verliebt ist? Talahorni. Lachkick. Ich kann nicht mehr. Mein Bauch tut weh. Aua. Das war nicht witzig. Nein. Gar nicht lustig oder irgendwas. Das macht nicht mal Sinn. Talahorni. Hä? Ich stelle mir gerade so vor, weil sie ist auch so boomermäßig, über 50 wahrscheinlich, wie sie das Video auch so 5-mal neu aufnehmen musste, weil sie irgendwas vergessen hat davor zu sagen. Und dann hat sie 5-mal dieses schlechte Lachen gefaked. Das ist kein echtes Lachen, Mann. Du hast den Witz nur für Klicks und Reichweite gemacht, weil das Wort Talahun im Hype ist. Das kommt nicht mal bekifft gut rüber. Ich schwöre ja. Und in dem Zustand lache ich sogar mit meinen Jungs über irgendwelche Dinge, die nicht mal existieren in der echten Welt. Würden wir das Video dann sehen? Originale Reaktion wäre so. Bitte, werte Dame, gehen Sie sofort wieder auf Facebook zurück. TikTok und Instagram sind kein zugelassener Bereich mehr für Sie. Vielen Dank. Aber yo, wo wir gerade schon so bei Talahun sind, Bro, das Wort wird so overused. Mittlerweile sogar meine Mutter sagt Talahun. Wir müssen in einer Simulation leben, anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Und jetzt haltet euch bitte fest, der Nächste, der irgendwie witzig sein will mit Talahun. Ich habe dieses TikTok gefunden von Snape TV. Bruder, wer hat noch im Jahr 2024 TV in seinem Namen? Und das, was hier passiert, ist real passiert, okay? Er setzt sich da jetzt wirklich zu einem fremden Mädchen im Zug, die gar keinen Bock hat auf ihn und ja, seht's euch einfach selbst an. Ich fühle sie gerade zu 100%. Stellt euch vor, ihr hattet so richtig abgefuckten Tag, steigt in die Bahn, wollt eigentlich nur noch nach Hause und dann kommt das zu euch. Was?
Oh nee. Mehr Cringe geht gerade echt nicht, ne? Ich cringe gerade am ganzen Körper. Schaut in ihr Gesicht. Die Arme wird am liebsten aus dem Fenster jumpen, wenn es geht. Dalaron, ich geb dir Angst, ich bin der Patron. Dalaron, du machst mal Jelly, du sagst mir Pardon. Dalaron, ich geb dir Angst, ich bin der Patron. Dalaron, du. Manchmal wünschte ich mir, ich würde die Videos aufnehmen und dabei mein Gesicht zeigen. Ihr würdet gerade von mir diesen, ich bin kurz davor, meinen Monitor in zwei Teile zu zerschlagen, Gesichtsausdruck sehen. Der Typ hier ist wirklich eines Tages zu seinen Jungs gegangen und meinte so, yo, ich hab voll die krasse Idee für ein virales Video, was voll lustig ist. Ich gehe mit einem Talahun-Outfit zu einem Mädchen in der Bahn. Ihr stellt dann so irgendein Tisch hin, wir implizieren so ein romantisches Date mit Weingläsern. Ohne Wein, mit einer GBL-Box und einer Brotbüchse, wo eine Vape drin ist. Bruh. Und das wird dann so voll das romantische Date, so voll witzig. Wir können dann so Dalaun-Type-Prank hinschreiben. Richtig witzig. Vor allem sie hier feiert das am meisten. Ich bin der Patron, Dalaun, du Mannerhorn, ich zieh dich zur Ecke, denn ich umdrehe dich in die Messerschreier. Krieg ist so groß, denn wir haben Schaden, Stimme rein in dein Feier. Glaub mir, wir sind anders, die Schabab sind bereit, wollen kein Krieg. Glaub mir, warum darfst du nicht kommen, du bist kein Alpha, ja mein Jagd, den willst du noch holen. Das ist so peinlich, wirklich. Also, dass du so andere Leute abf***en willst für Pranks, ist die eine Sache. Okay. Würdest du andere Leute abf***en für Pranks? Wäre das dann am Ende witzig, so, dann würde ich sagen so, yo, okay. Okay, valid, ja, feiere ich so. Ich wäre der Letzte, der dann so sagt, so, dass das Scheiße ist, so. Weil sobald ich entertain werde, ist mir eigentlich alles egal. Aber dass du dahin gehst und dieses arme Mädchen so abf***st mit so einer unlustigen Scheiße, das muss studiert werden. Die tut mir so leid. Sie hat auch sichtlich gar keinen Bock auf den ganzen Müll hier. Und jetzt? Jetzt muss sie sich das noch auf Instagram reinziehen im Nachhinein, nachdem du es gepostet hast gegen ihren Willen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du ihr das Video so danach gezeigt hast und gefragt hast, ob es cool für sie ist, wenn es veröffentlicht wird. Als ob sie so gesagt hat, hey, ja, na klar, voll cool. Ich fand's auch total witzig. Kannst du mich drauf markieren dann noch? Das wird nicht passiert sein. Der Bre hat selbst schon die erste Mail bekommen vom Anwalt oder so, dass er löschen muss. Nee, der Scheiß gewinnt auf jeden Fall den Cringe der Woche Award. Einmal bitte herzlichen Glückwunsch, Applaus. Ich habe den Preis sogar gerade extra nur wegen dir eingeführt. Oh Gott, das hat mein Gehirn echt Matsch gemacht. Ich brauche erstmal was zum Runterkommen. Green or purple? Grün oder lila? Also ich sag grün. Ah, verfickte Scheiße. Green or blue? Grün oder blau? Ratet jetzt in den Kommentaren mit, Freunde. Ich sag grün. Gotta make a move to a town that's right for me. Ey, bitte, wer auch immer mir das auf Instagram geschickt hat, ich hoffe, du wirst gehackt und alle deine Daten werden illegal verkauft im Internet. Skibidi Konzert. Wir sind alle am Arsch. Dort ist die nächste Generation, unsere eigentliche Zukunft. Die, die eigentlich irgendwas erfinden müssen, sodass die Welt nicht in den nächsten Jahren den Abgrund runtergeht. Und dort ist eine tanzende Skippy Toilet auf der Bühne. Die Kinder da sind tatsächlich, anstatt sich irgendwie für Wirtschaftsinformatik oder Raketenbau zu interessieren und sich jede Woche drei Lektüren durchzulesen, lieber auf einem Skippy Toilet Konzert und machen Moshpit. Hätte ich ein Kind und das fragt mich eines Tages, ob es mit mir auf das Skippity-Toilet-Konzert in der Stadt gehen kann, ich würde den kleinen Bengel direkt runterschicken. 20 Liegestütze, raus aus der Matrix. Junge, was geht ab mit dir? Dein Vater will, dass du der nächste Elon Musk oder Cristiano Ronaldo wirst. Was für Skippity-Toilet-Konzert? Also dieses Video ist wirklich der Anfang vom Ende für die Menschheit. Wieso weiß ich, dass jedes von diesen Kindern nicht mal richtig schreiben kann, aber dafür den kompletten Songtext von Skibidi Toilet und alle Moves davon kann? Wir sind am Arsch. Und die einzige Rettung für die Menschheit sind wirklich Banner-Zuschauer. By the way, danke für die 100k. Alle von diesen 100.000 Menschen werden später für die Rettung der Erde verantwortlich sein. Hoffentlich. Und wenn nicht, dann liegen wir wahrscheinlich irgendwo gefesselt auf einem Stuhl und werden da gezwungen, 16 Stunden am Tag Skibidi Toilet im Loop zu konsumieren. Naja. Sucht euch aus und abonniert lieber jetzt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, Kakao.